Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Der Tag ist um. Ich sitze hier abends. Also ich bin total deprimiert, ey. Echt. Oh, Scheiße, richtig, was für ein beschissener Tag, Alter. Ey, nur Bekloppte, nur Verrückte, nur Verstrahlte. Und dann will ich diese Karte rausnehmen aus der Kamera, diese Karte hier, die ich heute Morgen ausgepackt habe und drin gemacht habe. Und die ist in der Mitte gebrochen. Und kein. Und die Karte ist voll. Und das ist euer Vlog hier. Euer Vlog. Habt ihr den? Da, bitte. Wer will den Vlog von heute haben? Die ist gebrochen? Die ist gebrochen. In der Mitte. Das fühlt man. Der Computer erkennt sie nicht mehr. Kamera jetzt auch nicht mehr. Ich bin voll deprimiert, weil ich hab. Das war richtig für mich anstrengend ohne Ende heute und aber für euch bestimmt lustig. Okay. Oh, ich bin so sauer gerade. Oh, ein Top-Lock. Auch nicht schlecht. Top-Lock auf dem alten Chip. Scheiß auf den neuen, wirklich. Also, das kotzt mich sowas von an. Sowas kann man da nicht reparieren. Das ist einfach in der Mitte gebrochen. Knack. Ich hole aus der Kamera raus und höre so klack, knack. Ich bin sauer wie Sau. Ich habe keine Ahnung. War ein Feuer schon gebrochen? Da weiß ich nicht, vielleicht war er angebrochen. Ich komme aus der Packung. So geile Sachen heute, so bekloppte Leute heute. So, okay, also. Talklog. Bevor ich alles vergesse. Heute Morgen die Frau mit dem schwarzen Vorbau war nochmal da. Er sagte, die geht nicht, schwarzer Vorbau geht nicht. Der geht überhaupt nicht, sie möchte das Rad ja verkaufen, die kann ich ja schließlich nicht fahren. Mit dem Peugeot, mit dem schwarzen Vorbau, die ich gestern gemacht habe. Und ja. Also muss ich ihren Silbernen anbauen, damit sie es verkaufen kann. Ne? Wie scheiße ist denn das? Sie wollte es ja eigentlich runter haben, damit sie es selber fahren kann. Jetzt will sie es aber verkaufen. Und deswegen muss ich als Verkaufsargument kann der Schwarze nicht dranbleiben, weil Schwarz, das kauft ja kein Mensch. Das ist mir neu. Ach, egal. Ja, gemacht. Alles gut, gemacht. Erledigt. Jetzt kommt die nächste an. Mal ich es zu. Natürlich so. Jetzt kommt die nächste an. Schlauchwechsel. Hab ich gemacht. Ich habe einen scheiß Schlauchwechsel gemacht. Ganz normalen Schlauchwechsel. Schaltung geht nicht mehr. Nee, viel banaler, viel schlimmer. Ähnliches Problem wie von der Dame davor. Ein Designproblem. Oh. Das ist ja ein schwarzer Ventildeckel. Ich sag, ey, hör auf, ich kann den Leuten nicht mehr hören. Das ist ja ein schwarzer Ventildeckel. Der Ventildeckel. Hast du meinen alten nicht mehr? Ich sag, ist ja nicht so, dass das irgendwas Besonderes war, aber einfach einer, da war ein Schwalbeschlauch drin und ich benutze halt Kontinentalschläuche. Da sind die Ventildeckel schwarz. Bei Schwalbeschläuchen sind die Ventildeckel durchsichtig. Der Mika sagt, siehst du das denn, wenn du fährst? ich hab Krampfe gekriegt. Ja, ich habe ihr halt einen scheiß durchsichtigen Ventildeckel drauf gemacht. Der war dann aber auch nicht richtig, weil es war ja nicht ihrer. Ich sage, ja, aber was stimmt denn? Ist doch genau das gleiche, der ist viel höher. Ich sage, der ist nicht höher. Es ist genau das gleiche Paprikat, genau auch von Schwalbe und Ventildeckel durchsichtig. Ja, aber der ist nicht dreckig. Na, ihrer war schon verwittert halt. Ist auch ein neuer Schlauch, wa? Ich meine, auch wenn ein neuer Schlauch wäre, wäre halt sauber. Ja. Nicht drüber nachdenken. Also, das ist ja auch nur, eigentlich ist mir scheißegal. Machst neue Ventildeckel drauf und das gut. Ist ja auch alle tüt und schön. Aus Designgründen, warum auch immer. Wollen sie halt ihren Ventildeckel haben. Können sie alles machen. Mit sie hoch. Mit sie hoch. Aber heute nicht mit mir. Und dann Schärfste Nummer 3 kommt dann eine Frau an und sagt: Ja, few weeks ago, I repair, you repair my bike.
Now the light is not working. Moment mal, also erstens few weeks ago and the light is not working now. Ist schon eigentlich, ja, und? Die wollte reklamieren. Hast du da das Licht gemacht? Ich hab das Licht gemacht, ja. Erstmal, ich hab gesagt, Moment mal, ich bin komplett. Macht sie sich draußen hin? Ah, die hat so richtig Vorderhand schon, so kam sie rein. Ich halt auf Kamera, auf den Chip, der hier nicht mehr funktioniert. Also funktioniert ja nicht, wenn der Chip gar nicht beschädigt ist. Der ist gebrochen. Der ist gebrochen, der Chip. Drin, oder was? Na hier, der ist gebrochen, guck doch. Ja, ich sehe, aber ist da drin Daten drauf? Oder ist das einfach nur das Plastik, das gebrochen ist? Naja, offensichtlich ist der Chip drin gebrochen, oder was? Die Kontakte, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Egal, ja. Few weeks ago. Mhm. Mrs. Few weeks ago hat dann oben gewartet, dann bin ich hoch und habe gesagt, also erstens, definitiv hat das Licht, wenn ich es repariert habe, hat das auch funktioniert, wenn ich es hier raushebe. Das ist Fakt. Hat sie gesagt, nein, das stimmt nicht. Ich lüge, denn das heißt nicht so. Und dann bin ich halt so ein bisschen, ich lüge nicht. Ich weiß das ganz genau, ist ja bescheuert. Erstens habe ich eine Kamera zu laufen, die meistens ja auch funktioniert und so, und habe das ja alle dokumentiert und sagt, ja, wann war das überhaupt? Ja, 2 Wochen ist das her. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, 2 Wochen her. Definitiv 2 Wochen her. Ich habe aber dann im Juni geguckt. Bei mir war so wie Juni. Juni, genau. Irgendwann. Meinte, nein, im Juli war das. Definitiv Juli. So. Hinten nach dem 10. Juli. Zwischen 10. und 15. Juli. Hab geguckt, hab es nicht gefunden. Ah ja, siehst du, war es jetzt nicht mal aufgeschrieben? Ich hab mir nicht mal eine Rechnung geben lassen oder so. Ich sag, das ist doch Quatsch. Ich schreib mir sowas auf. Ich sag, ist aber auch scheißegal. Hab das halt durchgesucht da, hab's nicht gefunden. Und hab dann hinterher geguckt, als sie dann weg war, weil ich mir nicht keine Ruhe gelassen hat, weil ich mir das ja aufschreibe. Ich schreib mir das ja auf. Und das war am 28. Juni, war sie da. Also fast einen Monat her. War sie da und hat sich ein Licht reparieren lassen und einen Sattel. Dann sagt sie noch zu mir, sie hat 25 Euro bezahlt, so völlig, als wäre das unverschämt und so. Und ich habe ihr Licht repariert vorne, Licht repariert hinten und ich habe ihr noch einen gebrauchten Sattel aufgebaut. Und dann hat sie zu mir gesagt, du hast niemals gesagt, dass das ein gebrauchter Sattel ist und so. Jetzt hat mir das jemand gesagt, dass das ein gebrauchter Sattel ist. Ich sage, naja, aber für 25 Euro, klar, ich habe bestimmt gesagt, Just Seat ist okay oder not. Also, aber ich habe für den Sattel 5 Euro berechnet. Also 20 Euro, 17 Euro die Lichtreparatur, 3 Euro die Sattelmontage und 5 Euro der Sattel. Ja. Fakt ist, das hat sie nie so, da muss ich sie doch fragen vorher. Ich sage, das weiß ich jetzt noch nicht mehr in den neuen Wortlaut oder so, aber ist ja auch schwierig. Ich spreche auch Deutsch eigentlich und so in Deutsch zeigt das definitiv auch jedem an und in Englisch mache ich das eigentlich auch. Bloß das. Ich sage, es ist keine 2 Wochen her, es muss länger her sein. Nee, ist nicht länger her. Ich lüge, sie hat recht, sie lügt nämlich nicht. Das hat sie immer so betont. Da bin ich sauer geworden, wa? Und er sagt, wisst ihr, ist scheißegal, gib mir jetzt das Rad, ich guck nach, was das ist. Ey, das ist hier 100% umgefallen oder so. Da war nämlich einfach hinten die blühende Hose, die habe ich wieder reingeschraubt, reingedreht. Das passiert manchmal, ist so eine Schraubbirne, passiert manchmal, wenn das Rad umfällt. Ne, es wird halt locker, ne? Schraubst du wieder rein. So, hab die Verkleidung Deckel wieder drauf gemacht, hat funktioniert. Dann halt vorne und vorne war ihr ein Kabel abgerissen, vom Kabelschuh abgerissen. Ja, also passiert auch, wenn das Rad umkippt. Das ist 100% umgefallen, das scheiß Rad, ja. Und dann wird mir das in die Schuhe schieben. Und das kann ich ja überhaupt nicht ab, so weit. Da bin ich ja sehr empfindlich bei so weit, weil ich meine, ich stehe ja 12 Stunden am Tag und mache 12 Stunden am Tag gute Arbeit. Ja. Wenn mir einmal ein Fehler passiert, dann hebe ich dazu. Dann sage ich, oh Gott, tut mir leid. Ja, und dann habe ich überhaupt kein Problem damit. Aber das fand ich mich so ungerecht behandelt, habe ich mich da gefühlt. Da habe ich mir gesagt, das ist definitiv falsch. Ich sage ganz simpel, als ich es hier rausgegeben habe, habe ich dir gezeigt, dass es funktioniert. Ich konnte mich auch an dieses Bild erinnern, wie ich das Rad so durchdrehe und ihr das so gebe und zeige, funktioniert. Und ich habe definitiv das Geld nur genommen, wenn ich es auch repariere. Ist doch totaler Blödsinn. Warum soll ich denn das machen? Ist doch totaler Quatsch. Ich sage, hier läuft eine Kamera 24 Stunden am Tag. Die filmt das. Die stellt das live ins Internet. Warum soll ich denn da so eine Scheiße machen? Geld kassieren für irgendwas, was ich gar nicht mache. Das ist doch totaler Schwachsinn. Nein. Sie lügt nicht. Es war so, sie ist dann damit einmal gefahren. Und da hat ein Busfahrer gesagt zu ihr, ja, sie ist in Gefahr. Wenn das Licht hinten funktioniert nicht. Du, wenn ich sie hier raushebe, dann funktioniert das.
Ja, aber du, ich habe dafür zu sorgen, dass es funktioniert, wenn sie auf der Straße fährt. Ich sag, was soll ich machen? Soll ich jetzt neben dir herlaufen die ganze Zeit? Hast du mich jetzt eingekauft? Quasi. So als Boy oder was? Das ist schon mal mit dem Licht so. Manchmal funktioniert es mal nicht. Und wenn das Rad immer umkippt, kann sein, dass es wieder kaputt geht. Also, naja. Abgeholt? Ja, natürlich. Ich habe gesagt, du wartest hier und nimmst Clement. Dann kannst du ihr gesagt, weißt du, weil es ja noch rumgestritten hat, draußen dann, ich sag, komm doch einfach in ein paar Wochen wieder und lass es nochmal reparieren. Oder so. Nein, 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 das ist nicht, nein, 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 so ist das nicht. So ist das nicht. Ich sage, weißt du, genau so ist das nämlich. Du hast es kaputt gemacht wieder und kommst dann hier an und sagst, nein, ich war ja vor ein paar Wochen mal da. Muss ja, egal, ob du gemerkt hast, dass du es kaputt gemacht hast oder nicht, wie auch immer, da muss man erstmal trotzdem zurückstecken und mal Revue passieren lassen. Weil ich hab das ganz gemacht. Sonst gibst du mir das Geld nicht. Das war doch die Aufgabe, Licht reparieren. Und wenn das Licht dann nicht funktioniert, und du kommst 2 Wochen später, da bin ich ja noch von 2 Wochen aus, ja. Ist doch Schwachsinn. 4 Wochen später, einen Monat später kommt sie angekrochen und will irgendeine scheiß Reparatur. Weil sie ja seit einem Monat nicht. Das ist doch Blödsinn, oder? Meinst du im Ernst? Ich bin so sauer. Und dann packe ich die scheiß Karte, will ich rausnehmen und will das alles schneiden, den ganzen Rotz. Und es funktioniert nicht. Und dann halt noch ein Rad hier von so einem hier, in der meine ganzen Vlogs guckt. Kannst du ja auch mal gucken jetzt. Guckst du aber die Vlogs so. So eine Scheiße heute. Da hat nichts funktioniert an dem Rad. Die Bremsbeläge, da braucht man, das muss man, da muss man entlüften, das zurückstellen von den Kolben, das hilft nicht alleine, das schleift dann. Dann hat sie eine Schraube geschliffen von der Bremssattelaufnahme, von dem Bremssattelsockel. Die hat die geschliffen an der Bremsscheibe selbst, hat die geschliffen. Da muss ich eine Unterlegscheibe drunter machen. Denn deine Kette, die Kettenlinie stimmt nicht. Du musst ein größeres, längere Tretlager einbauen und das schleift vorne. Die Kette ist ein bisschen breiter als die alte Kette, die drauf war. Die schleift auch am Kettenschutzring. So, das zeigt alles gefilmt, das zeigt, wie gesagt, alles hier auf diesem wunderschönen Karte, die nicht funktioniert. Wo ich voll abkotze, die ich heute Morgen ausgepackt habe, die über 40 € kostet, die ich jetzt schön geschrottet habe, wo ich richtig sauer bin gerade. Sieht man. Rote Augen. Rote Augen, ich könnte. Oh. Ist eine Olive? Nee. Oh, Ist irgendwas? ich hab einen Hass gerade. Oh, ich könnte voll. Was für ein verfickter Tag, ey. Die Verrückten sind, glaube ich, halt normal, das ist das Wetter. Das ist raus, Tommy. Ist doch scheißegal, was das ist. So kann man doch nicht sein. Man kann sich doch nicht so benehmen, ey. Hier liegt ein Puzzleteil. Kann doch nicht irgendwo hinkommen, den größten Service erwarten und dann sowas, ey. Bin richtig sauer. So, das war mein Vlog für heute. Fantastisch. Schön, dass ihr dabei seid, ja. Wunderbar. Vielleicht auch alles besser so. Muss ich nicht schneiden, bleibt auch nicht schnitten. Geht genau so, geht der Rennen. Das ist ja auch mal ganz angenehm. Einfach nur rendern weg. Ach, rendern, einfach hochladen. Tolle Pisse, ey. Mann, ärgere ich mich. Was gibt's noch zu berichten? Ich habe heute was gekauft hier. Ja, was Schönes. Ja, was Schönes hier. Ganz toll. 50 Jahre Deutscher Keglerbund e.V. Fantastisch. Ist er auch? Ja, Deutscher Keglerbund e.V. Mann, das interessiert doch keine Sau. Hast du nicht verstanden? Ja, das interessiert doch keinen Menschen auch. Tommy hat sie gekauft. Ja, 40 €. Ein fettes Hakenkreuz ist vorne drin. Weil das ist natürlich von 19, ja, das von 1935. Mann, hätte das nicht ein bisschen früher sein können? Auf fast jeder Seite ist ein Hakenkreuz irgendwie drauf. Wir sind ja so rechts. Ja. Scheiße, ey. Geile Kunstentwürfe hier drin. Von Karten und so. Aber ey, alle Tiere. Da haben sie auch nicht gewusst, wie Hakenkreuz geschrieben wird. Und dann sagen alle, ja, Hakenkreuz, ja. Und Schwachsinn.
Das Schlimmste ist, dass man es heute nicht mal hinlegen und verkaufen darf. Das ist ein scheiß Kegel am Mund. Kann ich nicht verkaufen. Das ist ein Hakenkreuz. Oh, ich rechtsradikale Propaganda. Das ist Schwachsinn. Wir haben den Umgang immer noch nicht gelernt damit. Naja, wie auch immer. Mal sehen, welche bekloppten Morgen auf mich warten. Also wirklich, ich ärgere mich so, ey. Ich nehme das raus, klack. Und diese Fickkarte, ey. Diese Scheißkarte, ehrlich. Ja, soll ich machen? So, bis morgen. Macht's gut. Es bricht einfach durch. Ich kann das ja nicht loben. Das ist ja nicht durch. Ist ja nicht gebrochen. Das ist ganz komisch. Wenn ich die zurückschicke, dann lachen die sich kaputt und sagen so, ach nee, nee, das geht nicht. Nee. Schick ich auch nicht zurück. Ist ja Schwachsinn. Ich behalte ihn. Das ist ja mein Blog drauf von heute. Bis morgen. Ciao.